So, guten Tag. Wir befinden uns hier im Startmenü von dem neuen MMO Arc Age. Ich würde sagen, wir erstellen uns erstmal einen neuen Charakter. Am besten auf diesem Server hier. Das ist nämlich einer der neue, der, ja, der neuesten Server, die hinzugefügt wurden. Sprich, hier sind jetzt am wenigsten Spieler noch drauf. Denn das Problem war am Anfang, als Arc Age gestartet ist, dass irgendwie so ziemlich jeder Server wirklich total überlastet war. Also Millionen Spieler sind da drauf gestürmt und eigentlich überall war eine Warteschlange von bis zu 2500 Leuten. Jetzt ist schon ungefähr eine Woche nach dem Release, ein bisschen mehr glaube ich. Jetzt sollte es eigentlich wieder alles ja, soweit leer sein. Wir sehen jetzt, ist auch hier überall niedrig, außer hier. Von daher gehen wir jetzt mal einfach hier rein. So, ich habe mir schon einen Testcharakter mal erstellt, aber ich habe eigentlich wirklich nur so 5 Minuten oder so mit dem gespielt. Also ich fange jetzt auch sozusagen nochmal neu an. So, Charakter erstellen. Okay, also wir können jetzt schon mal zwischen 4 Klassen auswählen, oder beziehungsweise 4 Rassen. Nuyan, Elf, Firan und Harani. Huch. Ah, okay. Natürlich kann man sich auch weiblich aussuchen. Aber wir nehmen jetzt mal einen männlichen Firan. Ich finde nämlich, die sehen auch schon so cool aus. Ich lese mal noch kurz vor, wofür diese Rasse hier steht. Also, Klaue zu Erde, Blut zu Wasser, Fang zu Wind, Feld zu Feuer. Die rastlosen nomadischen Firan durchstreifen die Wälder und sie werden getrieben von ihrem Traum, die Natur zu beschützen und erneut zu vergangenem Ruhm zu gelangen. Sie glauben fest daran, dass alles Leben, wie klein es auch ist, nicht nur wertvoll ist, sondern in der Natur eine wichtige Rolle spielt. Jeder Firan muss danach trachten, seine Bestimmung zu finden und seinen Beitrag zu leisten. Das hier sind unsere Buffs. Kräftige Klaue. Mithilfe langer, nicht einziehbarer Krallen können Firan Bäume und Leitern 30% schneller erklimmen. Man kann also sogar auf Bäume klettern. Cool. Und katzengleiche Reflexe. Dank ihrer schnellen Reflexe können die Firan. Ich entschuldige mich, wenn ich es falsch ausspreche, aber ich denke mal, es ist Firan. Ihren Körper im Fall so biegen, dass sie sanfter landen, wodurch sie sich der Fallschaden minus 20% verringert. Okay, dann ändern wir mal noch das Erscheinungsbild. Also, der Editor ist, finde ich, ziemlich gut. Der einzige Nachteil ist, man kann nur das Gesicht bearbeiten. Sprich, also Körpergrößen ist jeder Spieler gleich. Also man kann auch niemanden dick oder dünn machen. Man kann nur was im Gesicht verändern. Aber dafür ist das Gesicht verändern schon ziemlich gut. Also ich mache jetzt mal ein bisschen schneller. Also, oh, das ist doch schick. Okay, nein, das nehme ich auf jeden Fall nicht. Was machen wir denn für eine Frisur? Auf jeden Fall schon mal eine andere Haarfarbe. Und dann würde ich sagen, oh, schick. Ich finde, so ist nicht schlecht. Ist zwar jetzt irgendwie nicht schwarz, aber ist egal. Okay. Gehen wir weiter zu den Augen. So. Oh, man kann also auch die Braunfarbe ändern. Wobei ich das jetzt hier nicht wirklich sehen kann. Ah, Pupillenfarbe können wir noch ändern. Wie wäre es denn mit einem schicken. Ja. Rot. Okay, als nächstes klatschen wir mal noch eine Gesichtsbemalung ins Gesicht, würde ich sagen. Ja, das sieht doch gut aus. Lippenfarbe haben wir ein bisschen natürlicher. Okay. Gut, Haut. Was ist das denn hier? Falten. Am besten so wenig Falten wie möglich. Wie wär's? Ja, gut, hiermit. Oh, eine Nase müssen wir aber gleich auch noch was machen. Sieht ja fast so aus wie Voldemort hier. Gut. Was ist das? Hautfarbe. Huch.
Also ein Schneeleopard ähnlich. Ja. Keiner, womit das Ähnlichkeit haben soll. Nehmen wir doch das hier, das sieht schick aus. Okay. Was kann man hier noch? Ah, genau. Also hier können wir jetzt noch genauer einstellen. Die Augen, Nase, Mund und Kopfform. Also erstmal die Augenform. Würde ich so lassen. An der Nase wollten wir noch ein bisschen was verändern. So. Wie man jetzt schön sehen kann, hier oben wird auch gleich angezeigt, wofür diese, was diese Werte hier verändern. Das finde ich ist auch sehr schön. So, noch ein bisschen raus. So. Und die Nase vielleicht nicht ganz so breit. So. Okay, gut. Natürlich kann man jetzt hier noch alles Mögliche einstellen, aber ich finde eigentlich, das ist jetzt so gar nicht so schlecht. Wir können auch ein bisschen hier zum Lächeln bringen. So, besser. Okay, Kopf. Finde ich jetzt eigentlich auch so in Ordnung. Nur damit es jetzt nicht das Standard ist, machen wir jetzt mal ein bisschen was hier noch. Ja, so. Ja, passt schon. Okay, und dann gehen wir jetzt... Ah genau, hier kann man jetzt noch dieses speichern. Also auf der lokalen Festplatte. Dann überladen kann man sich dann seine Vorlagen wieder laden. In den Editor. Aber den Charakter erstellen tun wir hier unten mit annehmen. So, nun können wir uns das Skillset auswählen. Also was haben wir denn hier? Kampfeszorn. Also wahrscheinlich der klassische Krieger so. Okay, dann Zauberei. Sieht nicht schlecht aus. Bogenschießen. Vitalismus. Okay. Also ist dann eher so der Heiler. Was ich auch jetzt schon sehr schön finde, ist, hier gibt es nicht nur so die klassischen vier Klassen, so Nahkampf, Fernkampf, Magier und Schurke, sondern gibt jetzt auch noch hier Okkultismus. Ja gut, Schattenspiel ist wahrscheinlich der klassische Schurke. Gut, ich würde sagen, jetzt mal so für den Anfang nehmen wir doch mal jetzt hier so einen Krieger. Namen eingeben, okay, wie nennen wir ihn denn? Vielleicht geht ja noch mein Name, Marco. Geht das noch? Ah ja, geht sogar. Okay, dann speichern wir ihn mal so. Okay, wir starten hier im Kontinent Haranya. Okay, Start. In der Ballade eines alten Dichters wurden die Firan einst Kinder des Sturms genannt. Firan-Kinder lernen erst zu rennen, dann zu gehen. Für ein so rastloses Volk ist anderes undenkbar. Siedler zeichnen ihr Leben auf oder bauen Häuser, aber nicht so die Firan. Sie sehen keine Notwendigkeit für Herd oder Heim. Sie brauchen kaum mehr als Fleisch und Tau, um ihren Hunger und ihren Durst zu stillen. Vor Jahrhunderten, als Krieg Auroria entzweite, führte Taiyang die Firan in die Schlacht. Man sagt, dass die Ebenen in Flammen aufgingen, als sein bester Freund ihn im Kampf besiegte. Als die Firan aus Auroria flohen, ließen sie ihren Kummer hinter sich zurück. Der Wind ihrer neuen Berge trocknete ihre Tränen. Die unbezähmbaren Katzenmenschen befremdeten andere Siedler, besonders die reichen Harani. Ihr Misstrauen machte Frieden von Anfang an unmöglich. Harani sind nicht sehr gesellig und der Konflikt mit den Firan war nur eine Frage der Zeit. Auch wenn die Kinder des Sturms öfter siegten, so hatten ihre Feinde ein ganzes Imperium. Ein Imperium, das vor hochentwickelter Technologie und ausgebildeten Kämpfern nur so strotzte. Um so einer Kriegsmaschinerie standzuhalten, mussten die Firan ihr eigenes Imperium erbauen. Sie nannten es Temi und die Harani erlitten mehr und mehr Niederlagen. Ihre gewandten, grausamen Gegner glichen dem Sturm und die Harani zogen sich zurück.
Unterdessen gewöhnten sich die Firan an ihre Häuser und passten sich den Harani an. Die Harani warteten, bis die Firan vergaßen, wie der Wind zu kämpfen. Als sie dieses Mal zuschlugen, hatten sie die absolute Übermacht. Das Temireich zerbarst wie Eis und sandte Splittergruppen der Firan in die Wildnis zurück. Doch Wind hält nicht für immer still. Die Firan waren wieder Nomaden, denen die Steppe Kraft gab. Sie ließen ihren Kummer in den Ruinen von Temi und der Wind trocknete ihre Tränen. Wie ein Gewitter brachen ihre Stärke und Macht über den Feind herein. Hunderte Jahre vergingen. Seher prophezeiten die Geburt eines neuen großen Mara. Er würde die Firan zurückführen zu den Ebenen ihrer Ahnen, nach Auroria. So wie es Taiyang prophezeit hatte. Der Schlüssel liegt darin, zu verhindern, dass die Geschichte von Temi sich wiederholt. Erneut die Steppen zu beherrschen, aber nicht mit einem Imperium, sondern wie der wilde Wind. Den Geist von Taiyang zu folgen, der noch immer in euch allen fortlebt. So, das war also die Geschichte unseres Volkes. Und das ist der Ladebildschirm. Mit den Tasten W als D bewegst du deinen Charakter. Ah ja, schon gut. Tutorial abschließen. Okay. So, wir sind in der Welt drin, ne? Und ich sehe gerade, ich muss kurz mal was an meiner Einstellung ändern. Denn gerade wird nicht der ganze Bildschirm aufgenommen. Also, ich melde mich gleich mal wieder zurück. So, da sind wir wieder. Also, wir befinden uns nun in der Welt hier von Archeage. Sieht alles ganz nett aus. Dafür, dass... Naja, gut. Also, nicht einschüchtern lassen jetzt, dass ihr denkt, hier die Grafik wäre totaler Müll. Liegt an meinem PC. Ich hatte es kurze Zeit auf hoher Qualität und da sah es schon wirklich Hammer aus. Also ich will nicht wissen, wie gut es auf sehr hoher Qualität aussieht. Jetzt habe ich sie gerade, glaube ich, auf mittlerer Qualität. Ja, bin eigentlich ganz froh, dass es auch so schon läuft, weil manche Spiele laufen nicht mal in der Grafik. Okay, hier haben wir jetzt mal unsere erste Quest von Echeli. Echeli. Na, du siehst ja so frisch aus wie der junge Frühling. Heb dir diese Energie auf, du wirst sie für dein Trio-Ritual brauchen. Du hast aber auch... Du hast aber ein wenig verschlafen. Aini sucht schon nach dir. Okay. Weiter F. Sie ist am Ende der Straße vor ihrem Zelt. Du sollst mit ihr sprechen, sobald du bereit bist. Ja. Gut. Annehmen. Quest an. Wird diese automatisch den... Ja. Okay, also, wie wir jetzt sehen, haben wir hier einen Pfeil auf dem Boden vor uns und der zeigt uns jetzt, in welche Richtung wir gehen müssen zur Quest. Also gehen wir mal... Ja, interaktive Objekte sind mit blauen Ausrufezeichen gekennzeichnet. Klicke einfach das Objekt an oder drücke Zimmer. F. Ja, ist gut. Okay. So, da sehen wir es schon. Aini. Hi. Du bist aber spät dran. Wie kannst du an einem so wichtigen Tag trödeln? Du wirst schließlich nur einmal volljährig. Ah, wir werden heute volljährig. Okay. Und jetzt kriegen wir eine Belohnung dafür, dass wir zu spät waren. Okay, das ist gut. So, heute werden wir viele Firan an den Trio-Ritualen teilnehmen. Du sollst mit Kangar auf den Schneelöwen-Übungsgelände beginnen. Nein. Keine Ahnung. Ja, weiter. Berühre einen Windstein, damit du ihn schneller erreichen kannst. Du willst doch nicht, dass irgendein anderer Firan deinen Platz einnimmt. Nö, das will ich nicht. Okay. Windstein. Keine Ahnung, was ist ein Windstein? Buh.
Nein, das ist kein Windstein. Keine Ahnung, was ich mit einem Windstein meinte. Steht hier irgendwas rum? Ich hab keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall schon mal nach einem Stein aus. Ah, Windstein. Geht auch. Hoch. Großer Geschwindigkeit. Ah, okay. Yay. Cool. Okay, da vorne irgendwo sehen wir schon ganz viele Questgeber. Quests mit grünen Markierungen sind ausschließlich für dein Volk bestimmt. Oh. Quests mit gelben Markierungen sind regionale Quests. Quests mit Blumenmarkierungen sind Handwerksquests. Mit Blumen, okay. So, weg damit. Hallo Kanga. Kanga, oh Marco, ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass du aussteigst und deine Reifeprüfung auf nächstes Jahr verschieben willst. So, wir kriegen schon wieder Belohnung dafür, dass wir zu spät kommen. So. Ich bin froh, dass du es geschafft hast, deine Fähigkeiten sind nicht geringer als die der anderen Teilnehmer. Und so wie sie hast, auch du ein gutes Recht darauf, an den Prüfungen dieses Tages deine Pfote zu versuchen. Okay, weiter. Lockern wir deine Muskeln ein wenig. Du kannst damit anfangen, den ein oder anderen Plateau-Fuchs zu jagen. Die wimmeln nur so von Flöhen, also würdest du auch dem Lager einen Gefallen tun. Mir juckt es an Stellen, die ich vorher gar nicht kannte. Okay, gut. Wir wollen jetzt nicht genau wissen, wo es ihn jetzt bitte schon juckt. Wir nehmen einfach mal an. Orangefarbenen oder roten Namen kannst du angreifen. Okay, also was brauchen wir jetzt? Gibt's hier irgendwo Questing? Hier. Jetzt blick ich mal ein bisschen. So. Also. Besiege Plateaufuchs. So, dann brauchen wir erstmal einen Plateaufuchs. Eine Quest für dein Volk ist ganz in der Nähe verfügbar. So, da, Plateaufuchs. Maul halten. Zielen. So. Versuche im Kampf verschiedene Skills einzusetzen, um ein Maximum an Effektivität zu erreichen. Also wir machen Angriffe mit 1, 2, 3. Also Kampfsystem gefällt mir schon mal recht gut. Sieht cool aus. Na komm. Und es sieht so aus, als hätten wir auch einen Bogen. Pfeil abschießen, ja. Dann greife ich doch mal. Guck. So. Greife ich doch mal mit meinem Pfeil an. Gut, aber der zieht nicht so viel Schaden. Also hier wieder den Schwertmodus. Mit 3 scheine ich schon eine stärkere Attacke zu machen. Ja, gut, eine ziemlich starke. Okay, so, 3 haben wir schon. Wir brauchen. Oh, wir haben schon fertig. Ich dachte, wir brauchen 5. Und ich sehe schon, es leckt ein wenig. Okay, die Aufnahme scheint mein PC noch etwas mehr zu beanspruchen. Naja, egal. So. Hervorragend, jetzt wirst du dir später keine Muskelzerrungen holen. Perfekt. Und wir kriegen Pochen des Herzens als Trank. Okay, wir haben unsere erste Quest abgeschlossen. Ich würde sagen, ich beende die erste Episode. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und wir sehen uns dann in Teil 2. Ciao!